Hallo, herzlich willkommen auf 1000Base TV. Wir sind ja wieder im 1000Base-Studio live. Bei einer kleinen Live-Show ist nur klein, weil wir nur zu zweit sind. Mir ist der Hannes. Grüß dich, Hannes. Servus. Servus. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Der Hannes ist bekannt als wahrer Hannes und der tritt immer dann auf, wenn es um große und weite Reisen geht und große und weite Strecken. Hannes fährt ja drei verschiedene Motorräder. Sei Varadero, CBR für die Rennstrecke und die Africa Twin. Und die Africa Twin kennt ihr ja wahrscheinlich vom 100.000 Kilometer Video. Hannes, wann haben wir das gemacht, das 100.000 Kilometer Video? 24. August. 24. August. Am 24. August haben wir ein Video online, also haben wir ein Video produziert. Da hat der Hannes die 100.000 Kilometer Marke überschritten mit seiner Africa Twin. Wie viele Monate hast du gebraucht für die 100.000? War es das ungefähr? Ja, von 2. Februar 2016 eben bis 24. August 2017. Okay, also so ein starkes anderthalb Jahr, ja, kann man das ungefähr sagen. Ziemlich genau anderthalb Jahr, ja. Okay. Und wenn wir jetzt die Africa Twin beobachten, es wollen wir quasi uns darüber unterhalten, was ist quasi seit August bis jetzt gelaufen? Wie viele Kilometer hast du denn jetzt quasi über die Winterzeit aufgefahren? Ja, jetzt sind knapp mehr wie 124.000. 124.000, okay. Also 24.000 war von eigentlich Ende August, September, Oktober, November, Dezember und jetzt ein paar Tage im Jänner, wobei der Dezember ein sehr schwaches Monat war, weil am 7. Dezember habe ich die Maschine zum 120.000er Service gestellt. Ja. Dann haben wir ziemlich viel Schneefälle gehabt im Süden, in Kärnten. Da sind wir zum Fahren gegangen. Und dann habe ich noch in der Familie, meine Frau hat ein bisschen Krankheit erwischt. Da habe ich aus Rücksicht. Er rechtfertigt sich, wenn er nur 10.000er fährt im Winter. Weißt? Nein, Hannes, nein, also brauchst du überhaupt nicht trainieren für uns. Ich fahre kein Meter im Winter. Selbst als du als Hardcore-Fahrer, ab welchen Straßenverhältnissen beim Schnee fährst du nicht mehr? Ab Schneefahrbahn. Also wenn Schneefahrbahn ist, also dann lass das lieber bleiben. Also wenn Schneefahrbahn, weil ich keine Stollenreifen verwenden. Vor allem am Asphalt ist ja, wenn du auf einen Schneesalzmus kommst, extrem rutschig und da ist einfach das irgendwo nicht mehr vertretbar oder nicht mehr sinnvoll. Ja, okay. Aber reine Minustemperaturen, minus 8, 10 Grad und nichts, also da fahre ich ganz normal. Okay, na gut, also braucht sich keiner von uns schämen, der selbst nicht gern bei Schnee fährt oder der Hannes fährt nicht gern bei Schnee. Und grüßen schon die ganzen Freunde, der Martin Mader wieder mal aus Singapur, freut uns natürlich sehr. Der Peter fragt zum Thema Kupplung, Zündkerze und so weiter. Das werden wir gleich besprechen. Ich würde noch gerne als Einleitung noch mit reinnehmen, der letzte Tour, weil es ist, glaube ich, eine schöne Inspiration. Man muss nicht nur Schnee fahren im Winter, man kann auch relativ einfach in den Süden kommen. Eine Italien-Runde hast du gemacht, so eine kleine. Wie weit bist du da gekommen? Ortona heißt die Ortschaft. Das ist einiges unter Ancona. Okay. Und da fährt man jetzt, wann bist du gewesen? Da war ich vor ein paar Tagen vorher gewogen. Da nehme ich mir den ganzen Tag Zeit, weil es waren bis Venedig in die Gegend fahre ich dann über die Autobahn. Mhm. Kanaltal ist auch sehr eisgefahren. Das ist das Problem. Ja. Da bis oben bis Ponteva ist nicht immer sauber gerammt, vor allem von der Salzstreuung her. Und das ist ein schottiges Tal, wo der Tau liegt. Mhm. Das heißt, es trocknet nie auf. Das ist mal zu riskant. Und bis Richtung Venedig oder knapp vor Venedig von der Autobahn runter und dann die Küstenstraßen. Oben bis Ancona, Rimini, also Rimini vorbei, Ancona, Ortona gewendet und da habe ich noch 18 Stunden unterwegs. Ja, und wie darf man sich das vorstellen, so jetzt Mitte Januar in so Mittelitalien, wie warm war es da? Wie waren die Bedingungen? Die wärmsten Temperaturen waren um die plus 4, 5 Grad. Also, okay. Vom Motorradthermometer. Doch her. Nichts mit sonnigen Süden. Nein, sonniger Süden. Also Mikro gehen wir da her, ja. Der sonnige Süden. Ja, warte, hilft da. Ist. Das war ein reiner Wortlaut, ja, der im Winter auch nicht so stimmt, weil es war doch bewölkt. Ja. Und dadurch haben auch die Temperaturen unten nicht was zugenommen. Na gut. Ja, vielleicht, es hat da der erste Kollege gleich gefragt zum Thema Verschleißteile. Du hast da, warte, ich greife da kurz rüber, du hast da irrsinnig mächtige Aufzeichnung, also wenn ich das so kurz in die Kamera halten darf, also das ist so eine... Das quasi, sind die letzten 20.000 Kilometer. Das sind so die letzten 20.000 Kilometer, wo all akribisch Fahrtenbuch geführt wird und vielleicht als Einstieg, weil du da eine schöne Aufstellung hast, haben wir da dazu die Reifen. Ist, glaube ich, gleich ein gutes Thema, Reifen an der Africa Twin. Und da will man gleich die Highlights rauspicken. Du bist jetzt im Prinzip, haben wir da, jetzt, wenn man sich einen Reifen so anschaut, 15.729 Kilometer bist du gefahren mit dem Conti Trailer Deck 2
15.000 Kilometer finde ich eine gute Laufleistung. War die Performance von dem Reifen auch gut oder war der Holzblockreifen? Nein, die Performance war sehr gut. Ja. Ich bin gefahren Dunlop Trailmax, die Erstausstattung. Ja. Dann habe ich gekriegt Bridgestone. Das Bridgestone krieg heuer den, mit dem A41, ich sage immer geschlossene Garnitur. Ist wichtig, A41 ist wieder ganz ein interessanter Reifen, auf den freuen wir uns schon, wenn du den drauf kriegst. Den, kommt jetzt irgendwann einmal. Der kommt jetzt erst raus und den kriege ich dann im März, April zum Probieren. Ja. Und damals habe ich gekriegt einen BT45 für vorne und einen BT16 Pro für hinten, weil sonst hat es keine Dimension gegeben. Ja. Und ich war aber mit der Reifengarnitur vom Gripniveau sehr zufrieden. Ein Nosen, aber für ein Enduro, für eine Reisemaschine, eine Laufleistung von unter 5000 Kilometer, eigentlich nicht akzeptabel. Ja. Weil meine Urlaubsreisen gehen durch teilweise, wenn ich weiterfahre, über die Dimension aus und ich möchte nicht unterwegs dann Reifen machen. Dann habe ich den Conti Trailertag 2 das erste Mal gefahren. Da hat er drei Garnituren übrigens durch. Ja? Also, drei Garnituren hintereinander. Einmal mit knapp 12.000, einmal mit 10.300 und die dritte eben mit 15.000. Mhm. Und das ergibt sich auch, weil ich, wie länger ich mit der Afrika Twin gefahren bin, wie besser habe ich die Motorbremsen und das Ganze bremsfrei zum Fahren. Ich tue gern beim Tourenfahren, sage ich, die Königsdisziplin von Tourenfahren ist, dass kein Bremslicht leuchtet. Okay. Auch großteils bergab. Okay. Und das gelingt mir recht gut. Das sieht man auch am Bremsbackelverschleiß, dass ich mit den Original-Bremsbackeln, die beim nagelneuen Motorrad drinnen war, 48.000 Kilometer Laufleistung zusammengebracht habe und mit der zweiten Garnitur Bremsbeläge sogar über 53.000 Kilometer gefahren bin. Okay, also die Bremsbelag-Lebensdauer ist der neue Angststreifenindikator. Je länger die Bremsbeläge durchhalten, umso weniger Bremsbeläge, umso ja, wie soll ich sagen, besser fährt man, ja, so pauschal ja, betrachtet. Weil das Thema ist ja nicht nur, dass ich jetzt, wenn ich wenig bremse, der ist sehr langsam fahre. Ich habe ja, da habe ich die Unterlagen eh mit, die Dolomitentour, die wir 2016 gefahren sind. Dolomitentour, na bist du narrisch, wie soll ich denn da finden, Hannes? Ah, das da, das ist das Monstergerät da. Da sind wir auf einen Tag 24 Pässe gefahren. So eine Tagestour vom Hannes, ja. Mit 794 Kilometer. Okay. Wie gesagt, 24 verschiedene Pässe. Und die Navi-Auswertung hat interessanterweise ergeben, obwohl ich, wie gesagt, sehr wenig bremst, das ist auf der Landkarte eben, wie das auf MopedMap.net habe ich Touren, da kann man viele Touren nachsehen, also nachträglich anschauen. Und die Navi-Auswertung hat auch für diese Dolomitentour, ich glaube, mit 72,08 Schnitt eine sehr anspruchsvolle Geschwindigkeit ergeben. Also das war eine Tour mit 24 Pässen. Und das waren 794 Kilometer mit 72 Schnitt. Das war nicht schlampert. Na, kein Wunder, dass die Bremsbeläge so lange halten, Hannes. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, da sind echte Geräte dabei, oder? Bei diesen Pässen. Ich habe mir da die Mühe gemacht, dass ich komplett alle 24 Pässe namentlich eben angeführt habe. Ja, und wann bist du losgefahren? Was war das? Wie viel Uhr? Das sieht man auf der Navi-Auswertung um 5 Uhr in der Früh. 5 Uhr in der Früh? Ja, nein. Startzeit war 5.01 und um 20.16 Uhr waren wir wieder zurück, war die Tour fertig. Du hast aber keine Freunde mitgehabt, oder? Wohl. Was, wirklich? Die zwei Hoteliers. Gescheißen, die haben das Mike Kroll kennst du, der Mike Kroll hat ein Moho-Hotel in Stumm in Zillertal. Und der ist das mitgefahren mit euch? Die haben mich gefragt, ob ich für für sie als Tourguide fahre. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Das war der Geiger Johannes, ist eh immer bei uns bei den Track-Tests dabei. Okay. Und der Mike Kroll, ja, Moho Hotel, der auch schon bei uns auf 1000 PS einiges an Werbungen geschalten hat für sein Hotel. Mit den zwei sind wir ins Gespräch gekommen und die haben mich gebeten, ob ich mit denen so eine Monster-Tour fahren kann. Und was war nachher mit denen, wie sie da angestiegen sind? Nein, das war okay. Die waren beide gut benannt, beide körperlich gut benannt, beide fahrtechnisch auf einem sehr guten Level, dass man das überhaupt fahren kann. Okay. Und was, wenn wir jetzt wieder weiter zu den Reifen, gell? Die Reifen, was waren noch Leihwand? Was sind so Empfehlungen? Also der Trailer-Deck 2, dann kannst du mal, wie soll ich sagen, Prädikat empfehlenswert geben. Grundsätzlich vom Fahrstil her, so wie ich Motorrad fahre, also wie gesagt, wenig bremsen, trotzdem einen hohen Schnitt fahren, also nicht hart fahren mit dem Fahrzeug, sondern eher versuchen, geschmeidig zu fahren, hat dann auch der Conti eben sehr gut dazu gepasst. Dann, was mich gefreut hat, wie ich dann Pirelli gekriegt habe, in Scorpion Trail 2, mit dem bin ich auch über 11.400 Kilometer Laufleistung und noch ähnlich vom Fahrverhalten für mich, von meinem Empfinden, ganz ähnlich wie der Conti, wo es eben da zwei verschiedene Produkte sind,
aber vom Einlenkverhalten, von der Spurtreue in der Schräglage die gleichmäßige Fahrlinie, also dass man praktisch dort, wo man hinschaut und tatsächlich auch hinkommt, ohne viel nachzukorrigieren, das hat super funktioniert. Und beim Metzeler Torrens Next, den ich dann gehabt habe, da war interessant, dass ich... Drei Garnituren auch, gell? Ja, da ist ein bisschen anders gewesen. Beim Metzeler Torrens Next war noch 8600 Kilometer der Vorderreifen abgefahren. Der war zum Tauschen und am Hinterrad waren noch über 4 mm Profil drauf. Jetzt habe ich nur einen zweiten vorne an Metzeler Torrens Next ein Vorderrad montiert, also am Vorderreifen montiert. Mit dem sind wir nachher bei 6000, dann waren da auf dem Hinterreifen schon fast 15.000 drauf. Okay. Und also dann sind Paare getauscht von wieder auf vorne, vorne hinten. Okay. Und zum Schluss hat sich jetzt ergeben, mit der zweiten vollwertigen Garnitur Metzeler Torrens Next, nach 9400 Kilometer war der Vorderreifen wieder komplett am Ende. Okay. Und jetzt habe ich, weil ich zu Hause noch liegen gehabt habe, einen Pirelli Scorpion 3.2 Vorderreifen drauf montiert, auf den sind jetzt 6700, also im Winter, fahre ich ja sowieso noch einmal um die Spur geschmeidiger aufgrund von den kalten Temperaturen. Jetzt habe ich auf den Metzeler Torrens Next Hinterreifen die 9400, 15.400, 16.200 Kilometer drauf. Nicht schlampert. Also, gute Überfahrung bisher und worauf wir uns schon freuen, ist natürlich der A41-Test mit neuen Bridgestone. Bist du der Erste, glaube ich, überhaupt, der einen kriegt in Mitteleuropa. Aber was mich auch freut, ich meine, unter Anführungszeichen freut, damit das nicht unnötig ist, dieser Langzeittest, Hannes, wir haben tatsächlich einen Schaden gehabt an der Honda. Ja, so eine Kleinigkeit, aber trotzdem, wo ist das? Wo ist das? Irgendwo? Oder das warst du eh alles auswendig, oder? Ja, bei ganz knapp nach dem 48.000er Service. Ja. Ist ja über das Radlager berichtet worden. Ja. Da war ich noch Richtung Frankreich unterwegs und in der Nähe von Verona unten ist das hintere Radlager BO gegangen. Das war klarerweise auf einen Samstag, aber wir müssen bis Dienstag, erst am Dienstag weiterfahren können. Habe ich von meinem Frankreich-Urlaub 3 Tage verloren. Das war voriges Jahr im September. Mhm. Und heuer im September waren wir in Umbrien. Das ist, wir sagen mal AHD. Da gibt es mehrere Begriffe dafür, die alte Heizertruppe oder die alte Herrentruppe. Okay, gut. Ja. Das ist, wir sind also 14 bis 15, 16 Motorradfahrer aus Holland, aus Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, wo wir uns einmal für eine gute Woche im September immer treffen. Und irgendwo in Spanien, Frankreich, diesmal waren wir im vergangenen September in den Umbrien unten, wo dieses, leider auch dieses Amatrice ist ja am bekanntesten, dieses Erdbebengebiet ist. Und da hat es natürlich sehr viele ganz wellige Straßenabschnitte gegeben, weil das merkt man, das Erdbeben, die haben zwar keine Frostaufbrüche, aber die Risse, was entstehen durch die geologischen Versetzungen, weil da wirklich die Natur arbeitet und man hat auch beim Fahren einige nicht so bekannte Dörfer gesehen, die auch sehr stark zerstört waren und da sind wir auch in ein paar Tagen bei heftigem Regen, da hat es ein paar Tage ziemlich stark geregnet und da starte ich nach einer Pause die Maschine an. Springt ganz normal an, aber so wie ich vom Startknopf runtergehe, stirbt sie wieder ab. Mhm. Wieder starten. Springt an, so wie ich vom Startknopf runtergehe, stirbt sie ab. Dann ist er irgendwann gelaufen und natürlich mit einem unguten Gefühl gefahren, weil wenn ich den Startknopf loslasse und sie abstirbt, nachdem sie angesprungen ist, was ist, wenn das während dem Fahren passiert? Mhm. Sicher, das ist nicht das Problem. Motor bremst sofort ein, das ist bei Fahrtechnik nicht so Dramatik. Aber das war in Umbrien, wo wieder weit weg die Mechaniker unterwegs sind. Das wurde dann beim 108.000, das ist gewesen zwischen 101.000 und 104.000, da sind wir knapp 3.000 Kilometer in Umbrien gefahren. Und beim 108.000er Service wurde diese Schalteinheit, was rechts ist, wo der Start-Kill-Schalter ist, wo der Schalter ist für drei Sportmodus hin und her schalten, diese komplette Schalter, und der Warnblinker-Schalter ist auch dort positioniert, diese ganze Schalteinheit wurde auf Garantie getauscht. Ja, wie ist das war der zweite Defekt. Ja. Honda hat ja keine Kilometerbegrenzung bei der Garantie, oder? Das heißt, die sagen jetzt nicht, na, ist eh klar, du bist jetzt über 100.000 Kilometer gefahren. Das ist nicht so, oder? Also, und die, solange du in den Garantiezeitraum drin bist, kannst du die Kilometer auflassen, was du willst. Ja, das ist ja die Aufgabe bei der Maschine. Das ist ja grundsätzlich die Aufgabe von dem Dauertest, in so kurz wie möglicher Zeit, was ich halt zustande bringe, so viel wie möglich Kilometer zu fahren, dass eben die Maschinen ständig, weil, wie gesagt, 120.000 Kilometer, ich fahre zwar auch bei der Roadshow zum Beispiel, wenn ich das Tourgate fahre, trotzdem alle 25 Kilometer oder grob plus minus ein paar Kilometer wird die Maschine abgestellt, wieder gestartet. Ja. Also dieser Startknopf wird ja ständig und regelmäßig betätigt. Wenn ich einen Ironbad fahre, ist halt bei jedem Tankstopp abstellen und wieder starten. Okay. Aber bei 120.000 sind da schon sehr viele solche Startvorgänge
tatsächlich durchgeführt worden. Okay. Und wenn da ein Problem auftaucht, dass irgendwas ein Kontaktfehler oder was entsteht, beziehungsweise einen Fehler haben wir ja angesprochen, bei der Roadshow, wo ich einmal einen Sturz gehabt habe, über einen Rutschenfleck. Okay. Ja, der Hannes hat auch gestürzt, so ist es. Nein, wollen wir nicht weiter ansprechen. Da hat damals das DCT nicht funktioniert, da haben wir müssen auf manuell schalten, also Notmodus fahren, weil es hat sich im Motorblock drin ein Kontaktfehler durch den harten Aufprall ergeben. Es ist, aber Entschuldigung, muss ich gleich reingrätschen, es passt mich gut zum Thema. Da ein Kollege, der Georg, möchte offensichtlich oder hat vor eine Tour durch Türkei, Iran und so weiter. Und ist das jetzt was, wenn du das anschaust, du hast jetzt quasi zwei, drei Schäden gehabt und die 120.000 Kilometer, ist die Afrika Twin für die ein so ein robustes, langlebiges Motorrad, wie es jetzt so diese Transalp ist? Oder ist das was, was du in sehr, sehr abgelegenen Gebieten auch fahren darfst? Wie geht es dir jetzt von durch die Möglichkeit zum Beispiel. Es gibt aber grundsätzlich zwei Varianten von der Afrika Twin. Die, wo ich selber schalte, ganz normal, ohne DCT und eben mit DCT. Beim DCT gibt es den Vorteil, dass sie im manuellen Modus ganz normal funktioniert. Nur muss ich halt herumschalten. Ja, okay. Mit der Plus- und Minus-Taste. Ja. Ich muss, wenn ich losfahre, auf Drive gehe, bevor ich dann wirklich losfahre im Drive-Modus, wenn ich am DCT ein Problem habe, muss ich auf manuell schalten, losfahren und dann über die Plus-Minus-Taste schalten. Sonst hängt sich das wieder wo auf und irgendein Gang bleibt hängen, dann kann man sie mit Zündung aus- und einschalten und leicht bewegen, den Gang wieder rausbringen. Genau. Der einzige, wie soll ich sagen, große Unterschied jetzt von einer DCT Afrika Twin hinsichtlich zu einer normalen Afrika Twin ohne DCT-Getriebe oder zu einer Transalp, ist ja diese hydraulische Einheit, die rechts unten am Motorblock drauf ist. Das heißt, wenn man einen Sturz hätte, wo genau dort eine Fösenleine fährt, dann wäre diese ganze Hydraulikeinheit von dem DCT-Getriebe zerstört und dann hätte man ein Getriebeproblem. Also wenn du einen Sturz... Das heißt, es gibt eine Schadensmöglichkeit mehr, die man halt bei einer Transalp nicht hat. Dort ist es halt so, wenn man halt genau am Kupplungsdeckel fliegt oder so, muss man halt auch irgendwie fliegen. Aber natürlich, es ist ein Ticken anfälliger hinsichtlich Stürze rechts vorne. Ja, das ist halt so. Ja. Der Michael fragt auch gerade, also es sind aufgrund der Kilometer, was er fragt, knapp 125.000 jetzt. 125.000 Kilometer, Michael, sind schon drauf. Und dann, warte mal, was schreibt er noch? Genau, der Johannes folgt der Frage, da könnte man auch gleich eingehen drauf. Ist der Hannes auch manchmal auf Offroad unterwegs, auf Schotter? Wie kann man sich das vorstellen, wie viele Kilometerchen bist du schon Offroad gefahren mit der Afrika Twin jetzt? Ja, ich muss einmal dazu sagen, ich habe ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich am Unbefestigten mich nicht wohlfühle. Ich habe oft gesagt, ich fahre mit der Varadero lieber auf der Rennstrecke als wie auf einer Schotterstraße. Okay. Ich habe auch in die Navis, wie es die Navi aufkommen, sind immer unbefestigte Straßen mein aktiv gehabt. Aufgrund der Afrika Twin habe ich das jetzt rausgenommen und wir sind mal durch einige Schotterpartien gefahren. Also für mein Verhältnis im letzten Jahr mit in der Nähe von 1000 Kilometer unbefestigt gefahren, ist sicher mehr gewesen, als wie ich mein ganzes Leben davor gefahren bin. Okay, na gut. Aber vielleicht bist du noch ein Schotter-Fan, wenn es das Motorrad kann. Ja, Fan vielleicht nicht, aber ich meide den Schotter nicht mehr bewusst. Ich bin auch in meiner Umgebung zu Hause, gibt es schöne Schotterstraßen, die erlaubt ist. Also ich fahre keine verbotenen Wege. Okay. Wenn Fahrverbot ist, drehe ich um. Ja. Aber ich bin mehrmals jetzt schon bewusst auf Schotter gefahren, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich weiß, ich kann erlaubterweise Schotter fahren. Habe auch das stehend fahren, dass man das habe ich alles müssen lernen. Ich habe das bis jetzt in der Form so noch nicht praktiziert. Ja. Aber es geht mit der Afrika, weil ich den Vergleich direkt habe. Also, obwohl ich die Varadero fast, ich glaube, über 600.000 Kilometer schon bewegt habe, ist es mit der Varadero wesentlich komplexer, schwieriger, Schotter sich zu bewegen für mich als Unroutinierter, als mit der Afrika Twin. Das große 21 Zoll Fuhrerradl hat schon seine Vorteile. Also da merke ich schon die Unterschiede, auch wenn ich jetzt nicht aus der routinierten Sache aus sprechen kann. Ja, und dann ist natürlich, ich habe das ein bisschen in den Unterlagen gekramt, weil der Hannes ist ja Wahnsinn, wie akribisch der immer seine ganzen Dinge vorbereitet. Aber natürlich, was natürlich auch ein Thema ist, Hannes, immer wieder bei den Videos schreiben Leute runter, wenn man da so 100.000, 200.000, 600.000 Kilometer Zahlen quasi an die Wand werfen, beschweren sich dann unter Anführungszeichen Leuten. Zum Beispiel hat da mal ein Anton geschrieben vor 4 Monaten bei einem YouTube-Video, leider wieder ein ziemlich sinnloses Video auf eurer sonst so genialen Seite. 100.000 Kilometer Afrika Twin, das bedeutet so gut wie nur Autobahnkilometer. Viele davon in Österreich 130 Kilometer max. Also er findet, dass der ganze Test sinnlos ist, weil du ja nur quasi unter Anführungszeichen Autobahn fährst. Jetzt haben wir natürlich dann so Sachen gesehen, wie da wird es auch so ein leimender Ausdruck. Das ist auch wieder so eine
gewaltige Berg- und Talfahrt. Da bist du so eine mächtige Tour gefahren mit 86 km/h Schnitt, 14 Berge. Sonst nicht so laut. Ich darf nicht laut sagen. Katschberg, Durach, Hochindel, Flattenitz, bla bla bla. Das heißt, diese hohe Anzahl an Kilometern, auch auf Pässen schafft man natürlich, wenn man so wie du so früh wegfährst, so spät ankommt, dann kann man halt an einem Tag auch 800 Kilometer auf Pässen fahren, oder? Ist es möglich? Meine, ja, das ist ganz normal möglich. Es ist halt, nur die Frage ist, viele Leute glauben nicht, ich bin auch nicht der Jüngste, aber viele Leute können sich das nicht vorstellen, über so einen langen Zeitraum konzentriert zu sein. Ich trinke keinen Schluck Alkohol, ich rauche nicht. Ich halte mich trotz meines Alters körperlich fit und kann für mich persönlich die Frage beantworten, dass ich weiß, wann für mich Schluss ist. Mhm. Sei es mit Müdigkeit oder Konzentrationsproblemen, wenn man sowas hat. Aber 14, 16 Stunden Tag Motorrad fahren ist für mich absolut problemlos. Okay, gut. Na ja, passt, 14, 16 Stunden ist sicher leibend. Und das hast du schon angesprochen, das Wichtigste ist Konzentration offensichtlich. Ja. Also Konzentration muss passen. Das habe ich jetzt gehabt, ich habe ja wie mit dem Pauli, waren wir ja in die Vogesen. Das findet jetzt nicht anders. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das findet man ganz gleich. Wirklich, du findest es? Ja, da. Da, okay. Passt, ja. Vogesen. Das war im Oktober. Wenig los in die Vogesen. Schwarzwald-Vogesen. Vogesen. Vom 17. Oktober bis 21. Oktober war ich mit dem Pauli unterwegs. Ja, das ist der andere. Den kennen auch viele. 1000 PS-Instruktor und bei der Roadshow als Tourguide, der Pauli, ein Freund von mir. Und da sind wir in 5 Tagen, also zum 17. bis 21. waren wir 5 Tage unterwegs, 2600 Kilometer gefahren. Und da war keine Autobahn dabei. Und Vogesen sind wir durch die Weinberge gefahren teilweise. Also da habe ich so Bilder gemacht, ich habe eh auf meiner Facebook veröffentlicht, Schlumberger und so, diese Weingüter. War ja ganz interessant, da kurz stehen bleiben, mal ein Foto machen. Und also das nimmst du schon Zeit, ein Foto? Ja, das ist ja mit drin. Ja. Man muss ja tanken auch einmal. Also, ja. Und von der Tankstelle aus sieht man ja so schön. Kann man ja ein Foto von der Tankstelle aus machen. Nein, aber Spaß beiseite. Der Senat, der Pauli, ist auch für mich ein ganz ein super Motorradl-Kumpel. Nicht nur ein Freund also auf der menschlichen Seite, sondern auch als Motorradl-Kumpel. Weil der schafft das auch, um 7 Uhr in der Früh aufstehen, auf den Bockhaufen steigen, losfahren und erst beim ersten Tankstopp irgendwas essen. Und nicht in der Früh, weil eineinhalb Stunden brauchen, dass man auf die Maschine kommt. Ja, aber was machst du mit Frühstück jetzt schon, oder? Nein, eben nicht. Da bist du, wir stehen mal auf, ziehen wir uns an, Morgentoilette, rasieren, waschen, Zähne putzen, das ist ganz klar. Okay. Dann auf den Bock kaufen und beim ersten Tankstopp auf Nacht, bevor wir die Maschine abstellen, wird vollgetankt. Das heißt, wir können in der Früh losfahren. Das kannst du nicht machen. Also, ein Freund geht für die Nähe, ich will jetzt keinen Namen nennen, oder gibt es einen da drüben bei uns, der stellt immer das Motorrad immer mit leeren Tank zum Hotel hin. Leer, komplett. Dann steht er da früh auf und frühstückt Minimum eineinhalb Stunden und dann geht er sich mal anziehen. Weißt du, wie sitzt er immer schon komplett anziehen tut? Dann geht er sich mal gemütlich anziehen, dann braucht er nur eine halbe Stunde, dann kommt er hier zum Motorrad und wir sind schon komplett fertig und dann sagt er, wir müssen zur Tankstelle. Nein, Hannes, das hältst du nicht aus, sowas, oder? Das gibt's bei mir nicht. Nein, das gibt's nicht. Okay, dann bist du fort. Gell? Dann warte ich nicht. Dann sage ich, komm mal nach, falls man nachkommt, ist kein Problem. Okay. Du, da ist eine Frage, welches Öl fährst du? Das Originalöl. Bei der Afrika-Twin ist natürlich so, die Maschine ist ja mit Mödlinger Kennzeichen, also auf Honda Austria angemeldet. Ich habe einen Leihvertrag, wo ich als, damit ja, wenn ich im Ausland unterwegs bin, dass ich einen Leihvertrag, dass die Maschine, wo sie auf Honda angemeldet ist, da kein Problem entsteht bei einer möglichen Kontrolle. Und alle Service-Materialien, Ölfilter, Öl, Ketten, Bremsbeläge, also alles, was die Maschine braucht an Serviceteilen oder Verschleißteilen, wird von Honda zur Verfügung gestellt. Also es ist das originale Honda-Öl, es sind die originalen Honda-Bremsbeläge, es sind die originalen Honda-Kettensätze, die getauscht werden. Und Benzin musst du selber zahlen? Benzin muss ich selber zahlen. Ja, sonst hätte Honda schon Konkurs anmelden können. Gell? Ja, und ist das irgendwie begrenzt, eigentlich dieser Test? Hat Honda gesagt, du fahr mal 200.000 und dann gibst du das zurück? Oder was hat Honda gesagt? Nein, bei der Abmache 2015, wie ich angesprochen bin, waren, ob ich bereit wäre, für Honda so einen Dauertest zu fahren, wurde ursprünglich ausgemacht, in längstens 3 Jahren mindestens 100.000 Kilometer. Das habe ich einmal zusagen können. In längstens drei? 3 Jahren mindestens 100.000 Kilometer drauffahren. Das hast du ja fadisiert jetzt, oder? Ja, aber ich kann nicht etwas zusagen und mir selber das Problem schaffen, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Und das war ein Zeitfaktor mit den Kilometern, wo ich sage, da siege ich mich drüber. Ja. Wenn einmal aus irgendeinem Grund eine zweiwöchige Grippe mich ans Bett fesselt, dass ich da 2 Wochen ausfall. Ja.
Aber generell habe ich es eben in 1,5 Jahren geschafft, also in einer halben Zeit die 100.000 Kilometer. Und bei dem Video, bei dem 100.000 Kilometer Video, wurde der Lenz Christoph, der Kurt, das Interview gemacht. Und der Philipp Kornfeld war ja von Honda Austria dabei bei diesen Videoproduktion. Und da ist er ja angesprochen worden, wann der Test zu Ende geht. Und da hat der Philipp jetzt gesagt, Open End. Open End, also na gut. Sind Sie vielleicht interessant vielleicht, oder interessiert, was ist bei 200, was ist bei 300.000 Kilometern? Vielleicht ist ja die Maschine dann irgendwann in einem Honda-Museum mit 1 Million Kilometer drauf, durchaus möglich, weil ich glaube für den Varadero, da würden Sie sich auch alle Hände reiben, wenn es denen die jemals zurückgibst, oder? Die Varadero, da sind Sie auch schwer dahinter mit den 600.000 Kilometern. Ja, die hätten Sie auch gerne, oder? In Schmidt 91, seine Frage möchte ich trotzdem, ich kann sie ruhig ehrlich beantworten, ich wäre heuer 61. 61, ja, wenn ich nur mit 61 so viel und so vital fahren kann wie du, das gefällt mir alle Haxen aus, das ist gewaltig. Also an alle Frühpensionisten, solche, die es noch werden wollen, da habt ihr schon sinnvolle Beschäftigung. Die nächste Frage, 14 Stunden auf dem Puck, wie hält es denn den Hintern aus vom MSDC 81? Ja. Über die vielen Jahre ist das einfach Gewohnheit. Ist auch Horn hat drauf, oder was? Nein, ganz seidenweich. Ach so, okay, passt. Ganz seidenweiche Popo hat. Nein, aber das hast du auch noch nie erwähnt bei Gesprächen, dass du sagst, Hintern, das ist, wie du sagst, nur die Konzentration eigentlich. Immer auch für dich die Herausforderung mit den Getränken, die du wählst. Getränke wähle ich bei meinen... Getränkeplan, oder was? Ja, kann man ja ruhig am Land sprechen. Die Rekordfahrt, das war zwar mit der Varadero 2014, habe ich einen Ironbad gefahren. Ironbad ist ein eiserner Hintern, Medaille, da gibt es die Veranstaltung, die Association, die Ironbad Association, da kann man so Siegel erlangen und der Hannes hat den Gold ist das, oder? Der Ironbad Gold bist du da erfahren. Ja, mehrere schon. Also das ist das sind alle, was ich gefahren bin. Okay. Es gibt verschiedene Kriterien, die Kategorien. Nicht, die kannst du halt. Nicht alle erklären. Nein, nicht. Aber was bist du gefahren? Der Rekord ist, da gibt es einen in maximal 24 Stunden 1800 Meilen. Das sind ziemlich genau 2900 Kilometer. Also das ist deine 24 Stunden Bestleistung quasi? Ja, und da hat es einen Deutschen gegeben, der Werner Schiemann, der ist so eine Tour schon gefahren, das ist im Internet eben zum Finden auf der Ironbad-Seiten, der ist 3061 Kilometer gefahren. Also um 161 Kilometer mehr, als wie die Mindestanzahl sein muss. Ja. Und diese 3061 Kilometer waren innerhalb der Ironbad die Rekordkilometeranzahl innerhalb von 24 Stunden. Jetzt hat mir eigentlich nicht der 1800er, diese 1800 Meilen so gereizt, sondern den Schiemann Werner seinen Rekord zum Schnacken. Okay. Und 2013 habe ich es versucht und bin gescheitert. Da ist so ein BPG 2500K, also innerhalb von 24 Stunden 2500 Kilometer rausgekommen. Und 2014 ist es mir da gelungen und dann bin ich 3138 Kilometer in 23 Stunden und 28 Minuten inklusive Tankpausen gefahren. Aber das muss ich kurz einhalten, also das ist so eine gemütliche Tagestour, nein, gemütlich war die nicht mehr, Tagestour vom Hannes, nicht, das war in Obermillstadt, bist du losgefahren, bei dir daheim, also du hast den Start... Nein, von der Seebund-Tankstelle, der Startort ist eine Tankstelle, als belegt. Da bist du einmal in die Nordseeküste aufgefahren? Auf der so Richtung. Über Graz, zuerst an die Ostseeküste Bürenautobahn, Ostseeküste, Nordseeküste durchher und dann über Zentraldeutschland zurück. Die Runde ist 2959 Kilometer lang. Okay, das ist natürlich jetzt, das war natürlich jetzt eine Autobahnrunde, wo man aber sagen muss, bei 3000 Kilometern in 24 Stunden ist selbst eine Autobahnrunde. Da liegen wir bei 150 Schnitt in der Nähe. Was bin ich? 148, bist du deppert? Wirklich? 148,04 Schnitt. Okay, und was hast du getrunken? Kann man das sagen jetzt? Ist es egal, was du da getrunken hast, Hannes? Nein, ist nicht egal. Ich kann es ganz normal sagen. Ich verwende kein Red Bull, kein Cola, kein was immer. Sondern reines Mineralwasser, kohlensäurefreies Mineralwasser mit Traubenzucker. Ganz normaler Traubenzucker. Traubenzucker. Dextro pur. Und essen, in Pulverform. Und essen tust du nichts großartig? Essen tue ich in die 24 Stunden gar nichts. Okay. Der Verdauungstrakt muss blutfrei bleiben. Okay. Das Blut brauche ich im Kopf. Auf das müssen wir schon noch eingehen. Alexander Palacios meinst, bei diesen Fahrten könnte man ja trickseln, aber du musst ja GPS-Protokoll abgeben. GPS-Protokoll. Und die Tankrechnungen von den Tankstationen. Ja, und von einer Tankstelle zur anderen Tankstelle, die müssen maschinengedruckte Belege sein, also keine handgeschriebenen. Und es wird dann einfach die kürzeste Autobahnstrecke von einer Tankstelle zur nächsten durchgetan, bis die Perlenkette fertig ist. Und das ergibt dann die Kontrolle, also von da, wenn das geprüft wird. Also so wird es geprüft. Ich muss bei einer Tankstelle starten mit Beleg und bei irgendeiner Tankstelle, wo ich halt wo in der Runde vorkomme, meistens zur gleichen zurück. Aber das wird so kontrolliert. Und der GPS-Track wird kontrolliert und
eben diese Belege. Ja, und dann ist noch ein guter Hinweis, der Johann schreibt, hat der Hannes denn einen gut gepolsterten Sitz? Da muss man jetzt aufpassen, weil gut gepolstert, nicht, dass das jetzt irgendwie fehlinterpretiert als zu weich. Du hast natürlich einen Sitz, der custom-made ist. Ich muss sagen, auf der Africa Twin fahre ich nach wie vor den Originalsitz. Den Original Honda-Sitz. Das noch nicht durchreden, oder wie? Zwei Wellen hat er in diesem Bezug, hat dieses Kunstleder, zwei Wellen mittlerweile drin. Aber auf der Varadero fahre ich einen Yves Mouliot-Sitz von Sattelfest, nett, von der Burgi. Ja. Ist sehr angenehm. Und bei der Africa Twin habe ich bewusst jetzt einmal verzichtet darauf, den Sattel umzubauen. Wie geht es mir, wenn ich auf den Originalsitz eben so lange Strecken fahre? Weil ich bin ja voriges Jahr, im Februar habe ich die Maschine gekriegt, vor zwei Jahren. Und im März, da waren die Alpenpässe noch nicht fahrbar. Ja. Und da bin ich damals 5000 Kilometer in drei Tagen gefahren. Und hast du gedacht, das passt eh? Und das passt, ja. Okay. Du, eine gute Frage ist noch, ist ja auch interessant, weil im Prinzip die Varadero gilt gemeinsam mit der alten Africa Twin schon als extrem zuverlässig. Was hast du für ein Gefühl, deine Varadero und der Africa Twin, beides sind ja 100, sind beide für dich an einem Level mit der Verarbeitungsqualität, mit der Haptik von den Schaltern, oder war früher doch alles besser? Wie ist dein Gefühl? Nein, also für das, dass man sagt, wie neuer, wie anfälliger, stimmt auf keinen Fall. Weil wie gesagt, in eineinhalb Jahren oder in etwas, jetzt im Februar werden es zwei Jahre, 125.000 Kilometer fahren mit einem Motorrad und ein Radlager dann durch einen Sturz, weil ich habe hast du erklärt, mit dem DCT eben das Problem, was entstanden ist. Ja, und den Schalter. Und jetzt der Schalter. Und das ist ein ähnliches Defektaufkommen, wie es mit der Varadero gehabt hast, kann man so pauschal sagen. Ja, ich bei der Varadero, bei 316.000 ist mir ein Ventil durchgebrannt, am hinteren Zylinder. Okay. Da ist dann der Zylinderkopf getauscht worden. Ist aber auch angesprochen worden. Ja. Also und der Dominik fragt nochmal ums Öl. Der Hannes fährt original Honda-Teile und Honda Fütter halt wahrscheinlich irgendein Öl, was auch immer Honda halt. Es wird von Honda das Öl auch geliefert. Ja, genau. Es gibt ja das originale da, Honda. Da ist der Honda, der Hannes nicht ganz frei zu entscheiden. Reifen kannst du selber wählen, wie du willst. Ja. Aber diese ganzen Zubehördinger, was da drauf kommen oder die ganzen Verschleißteile müssen natürlich Honda-Original-Verschleißteile sein. Muss ich aber auch sagen, weil man ja oft die Leute sagen, ja, Bremsbeläge sind so teuer. Aber was man sagen muss, die Original Bremsbeläge, also einmal 48.000 Kilometer Laufleistung, einmal 53.000 Kilometer, also klar sind es so teuer, diese Original-Bremsbeläge, du musst das zum Glück nicht zahlen, aber selbst wenn man sie zahlen müsste, aber die Laufleistung ist, muss ich sagen, in Ordnung, also das ist schwer in Ordnung. Ja, ich bringe es halt zusammen, dass ich wirklich sehr, sehr wenig bremse. Was noch ist, ich habe voriges Jahr auf die Dauertestmaschine an CLS Heizgriffe und den Kettenöl aufgekriegt. Ja. Und der Kettenöler ist montiert worden, habe ich da auch geschrieben wieder, der Kettenöler ist montiert worden bei einer Kette, die in der Lebensdauer die drinnen war. In Betrieb ist, ja. Und mit der Kette bin ich nachher bis auf 49.000 Kilometer gekommen. Und die Folgekette danach wird jetzt mittlerweile 36.000 Kilometer nur vom CLS geschmiert. Und ich habe auf der Dehnung geschaut. Die Dehnung ist noch wirklich super in Ordnung. Also da traue ich jetzt ohne weiteres noch deutlich mehr wie 20.000 Kilometer zu. Also Richtung 60.000 auf alle Fälle. Okay. Also deiner, weil es hat zwar wer gefragt, du bist zufrieden mit dem CLS-Ketten? Ja. Okay, passt. Vor allem die Heizgriffe, was da verbaut sind, die werden ja über Thermostat gesteuert. Der Vorteil ist beim CLS, bei diesem System, dass die Heizgriffe selbsttätig heizen anfangen, wenn die Temperatur sinkt. Und da hat man 10 Stufen. Mhm. Und da habe ich halt die Stufen gefunden, wo für mich dann angenehm ist. Es werden nicht die Finger kalt, wenn es kühler wird, wenn man bergauf fährt. Glockner hat sie oft am Hoch da oben plus 3 Grad und herunten hat man 20, 25 Grad im Tal. Du brauchst das nicht dazu, ich fahre nichts ohne Heizgriffe. Ja. und das ist jetzt eben angenehm, weil die ganze Steuerung auf das Öl übers Thermostat geht. Weil wenn es kalt ist, ist auch unterm Sattel der Öltank, das Ölzeher. Jetzt arbeitet die Ölpumpen dann bei kalten Temperaturen etwas anders mit dem Hub, damit eben trotzdem genügend Öl zur Kette kommt aufgrund der Laufleistung. Und wie gesagt, also jetzt sind 36.000 auf der letzten Kette. Die erste Kette, was ich selber geschmiert habe, war 38.000 Laufleistung. Die zweite Kette eben 49.000. Die ist ziemlich am Limit gewesen. Also die hat am Schluss geraschelt. Das war in der Nähe, wo das mit dem Sturz war, mit dem DCT-Problem. Ja, da bin ich zu Christian Zwedorn gefahren. Zu ihm haben und da hat er sich aufgeregt, dass die Ketten so schleißig beieinander ist. Dann sage ich, aber mit knapp 50.000 darf es ja das wahrscheinlich sein.
Und jetzt wollen wir eben sehen, wie die Laufleistung ist mit der Kette, jetzt mit der dritten Kette, die drauf ist, wo wir jetzt auf 36.000 sind, okay, ob wir da auf 60.000 drauf kommen. Hannes, letzte Frage, weil wir haben ja in 10 Minuten fängt der nächste Livestream an. Ungefähr so Prognose, was wird das nächste große Video sein? 200.000 Kilometer Video wahrscheinlich mit Afrika. Ja, das auf alle Fälle und vielleicht so dazwischen eine, wenn wir eine schauen. Kleinigkeit, ja. Ja. Genau, Reifentest. Ja, von den Reifentests von Bridgestone, wenn wir den A41 kriegen. Ja, und wann wirst du ungefähr die 200.000 haben? Kannst du, wie heißt das, extrapolieren? Wann glaubst du, haben wir 200.000 Kilometer wieder mit Afrika Twin? Ja, ungefähr? Ich habe jetzt vor, die Afrika Twin mehr zu verwenden, also nicht im selben Zeit. Nur so nebenbei quasi. Und die Varadero nur so zum Fahren, dass er eben gefahren wird und nicht tot steht, das soll sie ja nicht, weil... Was mich ein bisschen getroffen hat, ist aber nichts Negatives. Die Frage war beim 100.000 Kilometer Video von Code an den Philipp Kornfeld, ob der Hannes denn der Erste ist, der auf einer Afrika Twin 100.000 drauf ist. Dann hat der Philipp geantwortet, nein, es gibt auch, ich war nicht der Erste. Das hat dich aber hart getroffen. Das hat mich hart getroffen. Keine Ahnung, wo die andere Afrika Twin unterwegs ist, die auch schon 100.000 oder um die Spur früher die 100.000 gehabt hat. Und es war jetzt auch so ein kleiner Anreiz, vielleicht doch. Der hat das sicher verreicht, das stimmt sicher nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist sicher. Ob es mal gelingt, dass ich der Erste bin mit den 200. Okay, ja, und wann ungefähr? Dass man ja, es fallen hier jetzt 75.000 Kilometer. Also am Ende des Jahres. Nein, keine Ahnung, wie es mal geht. Saisonanfang nächstes Jahr möglicherweise. Es könnte, oder? Wenn wir nächstes Jahr im Jänner da zusammensitzen, 200.000 sein. Na gut, also oder vielleicht einen Monat später. Same time, same station. Nächstes Jahr hier 200.000 Kilometer wieder. Hannes, Afrika Twin. Hannes, gute Fahrt. Danke. Danke, dass du da warst. Tschüss. Grüß euch, meine Lieben. Ciao. Viert euch. Ciao.